So, mein letzter Versuch mit der Kolumne, jetzt mal wenigstens 1040 ODP zu erreichen. Ansonsten habe ich, wie soll ich sagen, ein ernsthaftes Problem, oder nein, ein ernsthaftes Problem habe ich nicht, aber eins, was mich nervt. Ich will jetzt nicht mehr, das ist also im Moment gerade. Oh nee. Ole, ole. Lalalalalala, ole, ole, ole. Was? 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 So, jetzt sind wir noch weiter unten. Okay, wir haben den Kremlin, die haben eine Abiamato-Kurve, das Preußen Repo. Natürlich ein Flugzeugträger dabei, eine Gummelio noch dabei, ja. Und natürlich auch ein U-Boot. Ach, da freue ich mich ja schon drauf. Das ist irgendwie so eine Zusammenstellung. Aber wie sollte die Zusammenstellung eigentlich sein? Immerhin können wir jetzt fahren, wie wir wollen. Ja, wir können fahren, wie wir wollen. Eine Preußen und Kurfürst im Grunde nicht so schlimm. Eine Repo. Nachteil ist allerdings hier natürlich, wie gesagt, die Ladezeit ist grottig. Ne? Und ich habe eben Secondary statt Genauigkeit geskillt, weil ich gesagt habe, wir probieren es in der nächsten Runde mal genau andersrum aus. Ach, weiß gar nicht, ob ich genug Geld habe. Aber das ist das das 500.000er oder das 1 Million Modul? 500.000 glaube ich, ne? 125 ist vorne, dann kommt Reparaturmannschaft. Ja, ne, passt. Und ich bin schon wieder aufgedeckt durch die Fliege. Ja, theoretisch müsste man hier auch noch die Erkennbarkeit müsste man auch noch reduzieren. Schon wieder offen durch die Fliege. Ich schieb mal einen raus, aber es bringt sowieso nichts, weil das sind eh taktische Staffeln. Davon mal ganz ab. Aber vielleicht erwischen sie wenigstens mal einen oder zwei oder drei. Da schießt schon der erste, den wir natürlich nicht sehen. Ich will aber hier auch nicht sonst auf den Land reinfahren. Das ist eine Abiamato. Oh, 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 die schießt definitiv weit genug. Ich bin schon wieder von Fliegern offen. Die kommt halt auch nicht vor, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Wäre ja auch schon, also grundlegend wäre sie schon blöd. Wer war das? Den habe ich jetzt gerade nicht erkannt. Das war die Repo. Die Repo. Ja, die Goleo hat definitiv die bessere Tarnung. Boah, also unsere Bugonia hat ja schon richtig eingezogen. Okay. Ich muss vorfahren, das wird mir gar nichts helfen, weil ich habe wie viel Reichweite? 21,9, das ist halt ein großer Nachteil. Die Ladezeit und was ist das da? Ja, Wahrscheinlichkeit, die zu treffen, ist mitten verbunden, aber wir versuchen es mal. Amen. 12,50. Ist jetzt nicht so das Schlimmste. Da hinten kommt eine Preußen. Die hat gerade unsere Goleo fast ruiniert, komplett mit einer Salve, weil die Preußen ja so genau ist. Ist ja bekannt für die Schussgenauigkeit, die Preußen. Und da steht scheinbar irgendwo eine Mino oder was. Ne? Ja, eine Mino haben sie auch. Natürlich haben sie auch eine Mino. Ja, wollen wir auf der Preußen auch mal was setzen. Bisschen eindrehen. Ja, es waren immer 17.000 auf die Preußen. Und da kommen jetzt eine Menge Torps für die Preußen. Das wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit gleich gewesen sein. Allerdings war das für unsere 4501 ist auch schon. Hier ist das U-Boot.
Problem ist, ich fahre mich fest. Scheiße. Und ich bin offen, das ist mein eigenes Problem, aber wenn 7000. Ich bin immer noch offen. Ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich hier vor allem auch den Geschwindigkeitsboost. Das ist sehr angenehm. 1:1 verloren. Okay. Ich bin offen. Ich tippe mal das U-Boot. Nee, das U-Boot kann hier nicht irgendwo sein. Die Hara ist hier irgendwo. Werde ich drauf. Falsche Richtung. Ja, sehr schön. Das war, wovon ich geträumt habe. Ah, doch, das U-Boot. Natürlich, das U-Boot. Hey, du bist auf 6,1 Kilometer. Schon wieder vorbei, die U-Boot-Überwachung. Wegfahren. Abgebremst, ne? Ja, hat sie. Ist tot. Achso, habe ich gar nicht mitgekriegt. Manchmal sollte man aufpassen. Der Preußen ist zu weit weg. Und die parkt da jetzt, oder? Ja. Dafür liebe ich sie halt, ne? Und dafür liebe ich die Colombo wirklich über alles, ne? 17.000 mit einer Salbe ist definitiv was Nettes. So, dann müssen wir mal kurz den Flugzeugträger aufhalten. Die ist mir jetzt nicht auf den Sack hier. Shima, schalt doch mal deine Secondary ab, wenn du dich schon in den Nebel stellst. Und keiner von den Torps trifft von der Shima, ne? Die hat so wunderbar reingedreht. 4:3, okay. Nächste Runde spielen wir mit Genauigkeitsmodul. Moment, 6 oder keine Ahnung wie viele Punkte. Spiele die Harabumo, nerven. Minotaur. Jetzt habe ich natürlich keine Dings gerade zur Verfügung. Ein Flieger. Was ist das für ein Geräusch, Leute? Kann mir das irgendjemand sagen? Ah, Scheiße. Jetzt haben die Flieger den Dings halt aufgemacht. Und so Shima aufgemacht. Und das ist eben halt. Ich freue mich aufs Rework. Ja, jetzt kommen wir alles los. Alles gut. Thank you.
mir ernsthaft erzählen, dass ich die Haare nicht getroffen habe. Okay, jetzt bin ich viel zu sehr mittendrin, dass ich irgendwie auch nur annähernd was erreichen könnte. Lustig, dass ich nicht mehr offen bin. Sehr lustig. Die schießt auf mich, warum ist die für mich nicht offen? Kann mir das mal irgendjemand erklären? Jetzt nebelt da was. Jetzt kann ich nur noch. Ach ne, jetzt. Ach, der Dings hat genebelt. Der CV hat genebelt. Ja. Der CV hat genebelt. Aufgedeckt. Ich weiß, es ist nur ein taktischer Flieger. Er spielt aber ziemlich gut. Ich schieße schon wieder die Scheiße ab, Yamato. Ich muss hier weg. Oh, aus der Reichweite von der Links fahren. Ja, die Essex wird jetzt alle 5 Sekunden auf mich zukommen. Yara hat natürlich jetzt easy gaming. Die ist mir so auf den Sakarabu, das kann ich den Worte gar nicht fassen. Hier kann ich wenig machen jetzt. Immerhin nur. Aber er ist natürlich auch nicht tot. Und er ballert von da hinten und von. Und er ist natürlich immer noch nicht tot, ne? Nein, natürlich nicht. Wir müssen dich daran fahren, anders kriege ich sie nicht weg. Aber ja, so. Diesmal verlieren sie offensichtlich. Das werden wir sie nicht wegkriegen. Minus gleich Geschichte. Hoffen wir mal. Und ich konnte ja auch noch ein bisschen was dazu beitragen. Jupp. Konnten wir. Und tot. So, wir tanken mal ein bisschen nach und die Ab Yamato steht dahinter und macht ich bin der Ab Yamato, ich scheiß mir in die Hosen. Die Preußen auch und die Dings wird hier irgendwo sein, irgendwo wird hier der Zerstörer stehen. Die Hara wird nicht so weit weg sein. Und da kommt schon wieder der Flugzeugträger. Ach so, deswegen kommt er her. So, mal sehen.
Schon mal schön halbiert den Flugzeugträger. Ja, damit war zu rechnen. Ein bisschen häufiger unsere Dings umändern müssen. Jetzt ist er unsichtbar. Ja, Yamato. Jetzt steht er, die scheiß Ding schon wieder vor mir. Gehst du mir auf den Sack? Gehst du mir auf den Sack? Er versucht ja sein Bestes. Der Flugzeugträger, das kann man nicht anders machen. Damit war zu rechnen. Mit der Haare hier vor der Nase wird es halt nichts. Ja, schade, hätten wir gewinnen können. Schade drum. Und jetzt hat er hier auch noch, jetzt sammelt er auch noch das Cap ein mit, was ist das? Maximale Erhöhung der Schiffs-CP. Ja, schade drum. Hätte man gewinnen können, wobei die Dings haben wir ja schon gewonnen. Ja, Brisbane, dich hätte ich mal 5 Minuten eher gebraucht. Digga, und warum stellst du dich quer zu einer Yamato? Dich hätte ich jetzt genau gebraucht hier für die Dings. Unser Flugzeugträger ist natürlich schon tot, ja klar. Unser Flugzeugträger ist tot. Ja, der hat nichts. Die Ab Yamato steht so schön in der Gegend rum. Die hast du viel zu eng gesetzt, liebe Shima. Aber es wäre schön, wenn wir die Runde wenigstens mal gewinnen würden. Also es wär, ich würde das schon sehr begrüßen. Digga, guck da, die Torps von Ahara. Hat die Brisbane Torps? Okay, wusste ich gar nicht. Wieder was gelernt von Bernd. Immerhin 13,5 sogar. So, jetzt kriegen wir erstmal. Die Yamato ist Geschichte. Ja, da sind ihre Geschütze nicht allzu stark. Ne? Die HMU leidet ja auch überhaupt nicht. Ey, das ist echt krass. Schießen alle auf sie. Die müsste lange tot sein. Jetzt ist unsere Shima noch tot. Die einzige, die sie offen macht. Oder aufmacht. Alter, euer Ernst? Brisbane, bitte, 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 bitte. Achso, das ist die Brisbane. Ich habe es gerade vergessen. Oh, Alter, jetzt hat die schon wieder überlebt. Jetzt nicht mehr, oder? Doch, lebt noch. Da hinten ist noch eine Preußen, die auch noch überlebt hat, warum auch immer. Und Brisbane, warum hast du denn eigentlich, wenn du eine Brisbane bist, kannst du ja auch HE schießen. Warum hast du denn bitte mit... Ja, jetzt verlieren wir den halt daran an die Haragubo auch noch, die mit 3 Dings. Ah, jetzt haben wir es endlich geschafft. Okay, unser Kurfürst geht noch baden, aber oh, Alter, was eine Runde. Oh, ja, man sollte keine blauen Bonis mehr nehmen, wenn nur noch der letzte Container übrig ist. 1943, okay, und hier gibt es einen. Gibt es ein Lob für. Was soll ich dazu sagen? Es ist,
Der letzte Container ist auch geschafft. Hier muss man eben aber erstmal gucken. Wir hatten das jetzt ja gesagt, na, Geld genug könnte sein, ja. Ausrüstung. Da habe ich Secondary geskillt, 20%. Wir haben jetzt eine Secondary-Reichweite von 11 Kilometern. Und wenn ich die jetzt austausche gegen Zielsystem, hat er die jetzt verkauft, das andere? Habe ich jetzt nicht aufgepasst? Dann habe ich halt nur noch 9,7. Ja, komm. Egal. 9,7 ist egal, wenn wir dafür besser treffen. Ist das in Ordnung? Ja, die zweite Runde gibt es demnächst. Jetzt muss ich erstmal irgendwie, keine Ahnung, anrauchen und das war jetzt so aufregend. Ne? Bis Danny, ciao, ciao. So, liebe Leute, ja, Aufnahme ist richtig. Genau, ich hatte dann gerade hier das Stream angeschmissen. So, wir müssen hier mal auf Black wechseln. Wir haben die Ausrüstung jetzt geändert. Wir haben weniger Reichweite der Secondary, dafür mehr Dingens hier, Drehgeschwindigkeit, Feuerreichweite, nochmal einerseits wieder erhöht, also 15% weggenommen im Endeffekt. Dafür die Genauigkeit der Hauptbatterie verbessert. Wir brauchen dieses Mal 1075 oder so war das. 1075. Dann spielen wir jetzt mal 1075 zusammen, würde ich sagen. Und gucken mal, ob sie jetzt mit dem Genauigkeitsmodul besser noch mehr Schaden anrichtet. Das letzte Spiel war ja gar nicht so schlecht. Allerdings hat mir die Secondary auch oft geholfen, wobei bei der Dings eben halt auch nicht. Bei der Ragumo, die ja fast bis zum Schluss überlebt hat und uns den Sieg fast versaut hätte. Yamato, Rode, Island, Slava, oh Slava, Musashi, ne Marseille. Ja, wir haben wieder härteste Gegner. Definitiv. Und ein 4501, natürlich auch ein dämliches U-Boot, ein 8er Flugzeugträger, interessiert mich das nicht wahnsinnig. Wir haben noch eine Wermi stehen. Sind wir gespannt. Ne? Ich habe die Feuerreichweite, habe ich glaube ich hier auch. So, und jetzt schauen wir mal, was wir damit so erreichen. So, genau, Hornet. Der Hornet ist Shidogo. Da haben sie definitiv den stärkeren Dings. Da ist wieder eine Ape Yamato dabei, die keiner haben will. Warum die Vermont jetzt so nach vorne rusht, weiß ich nicht. Aber schauen wir mal. Ja, und viele werden mit dem Geschwindigkeitsmodul sagen, ja, das hätte man auch gegen die tauschen können. Ja, hätte man, definitiv. Wobei ich da gar nicht so böse drum bin. Weil wenn man nicht sichtbar ist, kommt man schnell ausgefahren so und raus. Allerdings bringt es natürlich auch nur, solange man nicht sichtbar ist. Und desto weniger sichtbar man ist, ne, desto mehr, ja, aber egal. Da ist ihre Slava. Fährt die hier hin? Ja, leider ja. Die fährt leider hier hin. Und da ist auch noch ihre Yamato, die kommt leider auch hierher. Ärgerlich, aber wahr. Kein Bock, dass ich hier gleich durch irgendwas aufgehe. Das ist der Killer King. Da kriegt man ja sowieso schon. Schön genau den Dings getroffen. Na, Musashi hat es. Da muss ich hoffen, dass wir sie weiterfahren. Oh oh, die ist wirklich genauer. Ja, die ist wirklich genauer. Autsch, ist das okay.
Schießen alle auf mich, okay. Ich muss mal ein bisschen. Bisschen reindrehen. Wir müssen nicht mit allen Ohren schießen. Ui! Ja, ich würde sagen, das hat definitiv was gebracht. Das hat definitiv was gebracht mit der Genauigkeit. Jep, hat es. Es hat definitiv was gebracht. Ja. Hat es. So. Problem ist eben halt, dass wir die hinteren Geschütze immer nicht nutzen können, wenn wir so stehen, aber ich will eben halt auch nicht. Ich will ja auch keinen Kanonenfutter bieten. Die Yamato hat den Vorteil, dass sie eben halt kilometerweit wegsteht. Hat schon gelitten, ohne dass sie irgendwas geleistet hat. Okay, das hat es jetzt nicht gebracht. Da ist hier ein Boot. Wollen wir irgendwo ein bisschen hinfahren, wo wir ein bisschen sicherer sind. Vor allem, wo da die Slava ja nun auch noch kommt. Oder parkt vielmehr. Hier mit HE auf mich geschossen, das war jetzt die Yamato, oder? Oh, oh, Musashi, das könnte wehtun. Boah, das hat weh getan. Definitiv. Ja, ich würde sagen, das ist definitiv nicht das schlechteste Modul, was wir da haben können für dieses Schiff. Entschuldigung, muss mal meine Maus umsetzen. Ja, Yamato, hast du denn nett gedacht, aber schlecht gemacht. Richtung lenken. Sonst komme ich gar nicht ran an die Jungs. Na, Yamato ist halt einfach auch zu weit weg. Hier ist noch eine Bourgogne, haben wir hier auch noch rumstehen. Die Slava nervt auch so ein bisschen da hinten. Die macht mir mal Angst. Die trifft mich zwar nicht, oder hat, ich weiß nicht, hat die mich jetzt schon einmal beschossen? Keine Ahnung. Na, Igier? Hol mir mal eine Flasche Igier. Oh, Alter. Gut daneben geschossen. Gut, das Genauigkeitsmodul kann natürlich auch nichts dafür, wenn du es nicht kannst. Ne? Und das darf man nicht vergessen, das gleicht das Genauigkeitsmodul natürlich nicht aus. Unser Dings ist gestorben. Schön. Da hinten sind aber auch noch. Oh, hier ist ja alles voll mit Schlacht. Was ist denn hier los? Ich bin immer noch offen. Problem ist, habe ich was befürchtet. Ist Lava Park da oder was? Sie bewegt sich langsam vorwärts. Wird mal Zeit, dass sie auch mal eine Ladung abkriegt. Ja, es ist jetzt halt Musashi. Gerade mal 4700 Punkte gemacht. Ich bin immer noch offen, warum auch immer. Irgendwas hat mich. Ich tippe mal das U-Boot ist hier irgendwo in der Nähe. Wieder so eine Parking Yamato, ey. Nutz mal Nebel. Immerhin 5000. Da steht die Marseille. Wie viel haben wir schon verloren? Drei Schiffe haben wir schon verloren. Super. Lasciate il cortile fumogene.
Ganz großes Kino. Problem ist, hier stehen einfach viel zu viele Schlachtschiffe, aber die anderen kommen vor allem hinten auch schon ran. Die Kessel hat sich richtig gut an. Na komm, so beschleunigen kann sie jetzt nicht. Thema erledigt. Okay, hier sind jetzt eine Preußen und eine Dings. Hier ist jetzt auch alles voll. Die sind halt alle viel zu dicht dran. Das ist halt das leidige Problem und da hat es unsere Azuma zerrissen. So, Rode. Definitiv was gebracht. Das, also wirklich, das war der beste Einfall, den ich je hatte. So, Rhode Island, komm. Die kommt jetzt hier nicht mehr weg. Klar, zu wenig. Komm nicht mehr ran. Scheiße. Nachteil ist, diese Reichweite ist halt wirklich ein Nachteil. Das hilft halt nichts. Ich habe sie getroffen. So, jetzt müssen wir aber wirklich auf die Rhode Island gehen. Das hilft nichts. Ich bin immer noch offen für irgendwas. Ach, die Dings ist auch noch. Das Lava steht da. Die steht da auch, als wenn es keinen Morgen geben würde, ne? Lava. Aber erstmal. Das sind jetzt schöne Punkte. Die Rhode Island ist allerdings schon auf 25 weg. Wirkliche Sonne. Ich muss aufpassen, dass ich hier. Ja, ich stehe schon wieder viel zu breit zur Slava. So. Ja. 13.000. Jetzt schießt auch noch eine Igier mit API auf mich. Ich glaube, es hackt. Oh, die Slava hat gut gelitten. Alaska, du wirst gerade ein bisschen übermütig, ne? Kann das sein? Jetzt muss ich Geduld haben. Ups, müssen wir gar nicht. Kommen wir hier ran? Wenn die Rhode Island rankommen. A tutte le unità, segnalo la posizione di un bersaglio strategico. Hol mir mal eine Flasche Igier. Jo, die Rhode Island hat gerade gut kassiert. Und die Igier auch gerade. Ja, so. Endlich ist die Rhode Island auch Geschichte. Bisschen Feuer. Wobei Feuer gibt es ja bei mir gar nicht. Gibt's doch, gibt's bei mir schon wieder. Bei mir gibt es schon wieder Feuer. Ja, Musashi, das musst du gar nicht versuchen. Das sind Dinge, die musst du bei mir nicht versuchen.
Die Preuß ist ja auch noch da. Mit der habe ich gar nicht mehr gerechnet. Okay. Die habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Die ist schon wieder zu. Und ich bin noch offen. Boah, 150k. Ja. Ich hätte das Modul definitiv früher skillen müssen. Zack. Ciao, Preußen. Schön gesetzt. Ja, wir verlieren aber trotzdem. Ja, wir verlieren Haus hoch. Aber wir sehen anhand des gemachten Schadens, dass dieses Modul definitiv für die Colombo Pflicht ist. Also das sehen wir definitiv. Das ist definitiv absolute Pflicht, das Modul. Zehntausend, alles andere interessiert mich nicht. Ich lade halt zu lange nach, das ist halt auch so ein Nachteil daran. Napoli, komm, Digga, reparier. Ich versuche, ich helfe dir, aber ich kann halt auch keine Wunder bewirken. Wobei, das könnte eins werden. Das hat nicht gereicht. 197.000, ich würde sagen. Unseren Schaden haben wir deutlich verbessert. Ja, da sehen wir jetzt den Unterschied zwischen dem Genauigkeitsmodul und dem Ungenauigkeitsmodul oder dem Secondary-Modul. Und wir können uns eben halt auf die Fahne schreiben, es ist definitiv Pflicht, dieses Modul. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Der ist, obwohl er so falsch. Okay. Cool. Hat Spaß gemacht, hat definitiv Schaden gemacht und macht mir das Schiff jetzt noch eine Ecke sympathischer, als es eh schon war. Leider genial. Finde ich gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, erholsamen Montag. Ach nein, Start in die Woche. Ich freue mich auf alles. Ich freue mich auf euch und auf. Ja. Bis dann. Ciao, ciao.